schon, komisch das zu sagen. Aber in irgendeiner Weise höre ich, wie dein Herz schlägt. Es klingt so kraftvoll wie der Ton einer frisch gebauten Leinwand. Warum ich es höre? Weil uns die Kunst verbindet. Auch wenn ich dich nicht kenne. Allein die Tatsache, dass du dieses Video schaust, verrät, dass dir Kunst irgendwie am Herzen liegt. Dass du neugierig bist auf das Leben einer Künstlerin. Und weißt du, so schön, dass es dich gibt. Zu wissen, dass du da draußen bist, auf deinem Weg. Die Welt braucht mehr Menschen wie dich. Menschen, die bunt denken, Verrücktes tun und nicht davor scheuen, sich mit Farbe dreckig zu machen. Die sich dem Ruf ihres Herzens hingeben. Die stur genug, ja naiv und mutig genug sind, für Tage und Wochen von der Bildoberfläche zu verschwinden, um voller Hingabe ihre Bilder zu malen. Auch wenn der Rest der Welt nicht daran glaubt. Ja, es scheinbar nicht interessiert. Wie auch immer deine Kunst sein mag, sie darf sein. Du darfst sein. Und du darfst dich entfalten als Künstler oder als Künstlerin. Das ist ein Stapel Papier, aber nicht irgendwelches Papier, sondern das ist mein Manuskript. Das sind 379 Seiten, also Papierseiten sind das jetzt 180, 380 Buchseiten, Normseiten, wie man sagt, in der Fachsprache der Buchwelt. Und ja, vielleicht hast du schon mal mitbekommen, dass ich ein Buch geschrieben habe über meine Geschichte, wie ich damals in Peru zur Künstlerin wurde. Und ich habe vor einem Jahr damit angefangen, die Geschichte zu schreiben. Und das ist ein super, super schöner, aber auch sehr langer Prozess. Hätte ich am Anfang nicht gedacht und ist vielleicht auch besser so. Auf jeden Fall halte ich jetzt hier in meinen Händen mein Buch, und es ist so ein abgefahrenes Gefühl. Ich bin stolz und glücklich, und der Grund, warum ich es ausgedruckt habe,
das Manuskript, das Buch wurde jetzt schon einmal lektoriert von einer wundervollen Lektorin. Und in diesem Prozess habe ich auch nochmal so viel über das Schreiben gelernt, durfte so viel lernen und habe das ganze Buch dann nochmal überarbeitet. Und jetzt, ganz am Ende, geht es nochmal darum, die Geschichte mir durchzulesen, nochmal auf mich wirken zu lassen und ja, und dann vielleicht die letzten Fehler ausmerzen und einfach mal schauen, was ich dort erschaffen habe. Total verrückt auf jeden Fall. Und ja, und wie geht es dann weiter, die Reise? Ich werde dann mein Manuskript bei Verlagen einreichen. Und zu dem Buch gehören ja auch noch 12 Illustrationen, die ich gemalt habe letztes Jahr. Und ja, ich kann es kaum erwarten, irgendwann das Buch in den Händen zu halten. Und ich freue mich auch, wenn du es irgendwann in deinen Händen hältst. Und was ich jetzt machen werde, ich werde dieses Pamphlet einmal lochen. Genau, ich habe mir nämlich einen Ordner gekauft in Blau. Ja, das ist so meine Wider-Farbe. Und da werde ich jetzt die Seiten lochen und das Ganze einheften und mir dann heute Abend am Kamin zu Gemüte führen. Seiten sind gelocht und eingeheftet und jetzt werde ich mich gleich mit einem Kakao an den Kamin setzen und durch mein Buch durchlesen. Das wird schön. Um ehrlich zu sein, habe ich mir das Vorlesen meines Buches romantischer vorgestellt. Romantischer, als es in Wirklichkeit war. Schnell überkamen mich Selbstzweifel und böse Gedanken. Ich begann, mich selbst für jedes Wort zu kritisieren, was unglaublich frustrierend war. Manchmal sind wir selbst so emotional in unsere Kunst und in unsere Kreation verwickelt, dass wir den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen können. Des Mototaxis und winkte Carlos zum Abschied. Wie ich mich umdrehte, stand mir Luis gegenüber. Willkommen zurück, sagte der Mann, der für einen Peruaner erstaunlich groß war. Freundlich war er obendrein. Ohne zu fragen, griff er nach meinem Rucksack, um mir beim Tragen zu helfen. Sicher, ich schaffe das auch alleine, wollte ich sagen, doch dann landete das müffelnde Riesending auch schon auf seinem Rücken. Komm, sagte er, ich werde dir die Chicken Lady vorstellen. Hast du für dich das vorzulesen? Cool. Es sind immer ein paar Kleinigkeiten, wo ich dann doch mal denke, oh, es ist flüssig oder aber. Ja. Ich blickte hinauf, um zu prüfen, ob sich Olivia über mich lustig machte. Sie lag ganz entspannt in der Hängematte, beide Arme hinter ihrem Zausekopf. Ja, richtig, keine Straße mehr, nur noch Wüste. Nun, das ist doch großartig, Nora. Ich wünschte, ich könnte mitten in der Wüste stehen und nochmal komplett von vorne anfangen. Ich richtete mich auf, wollte wissen, was Olivias Gedanken waren. Nicht, weil ich sie mochte oder ernst nahm, doch weil sie jemand war, der tatsächlich etwas erschaffen hatte. Nämlich das Kunstzentrum, das seit wenigen Tagen meine Zuflucht war. Das mir ein Dach über den Kopf schenkte, auch wenn es nur aus Palmblättern bestand. Ohne das Buch wärst du nicht hier, oder? Ja, das ist richtig. Großartig! Also hat dich die Idee hier hergeführt. Könnte man so sagen. Was ist, wenn ich dir sage, dass 95% aller Ideen nur dafür da sind, uns zu einer anderen Idee zu führen? Was sie sagte, machte mich hellhörig.
Der Grund, warum du hier bist, ist nicht das Buch. Kannst du dich mit dem Gedanken anfreunden? Noch nicht ganz, sagte ich. Schau, Ideen sind konstant in Bewegung, wie Affen, die von Ast zu Ast springen, von einer Inspiration zur nächsten. Dein Buch ist nur das Sprungbrett. Ich wüsste aber gern, wohin ich springe. Die Affen wissen es auch nicht. Sie springen trotzdem. Finde heraus, warum du hier bist, sagte sie mit weit geöffneten Armen. Das Atelier steht dir offen. Such dir deinen Platz und mach was. Egal was. Hauptsache, du machst. Darauf male ich persönlich sehr gerne. Ich verwende hier die Marke Hahnenmühle. Das ist sehr starkes und robustes Papier. Das Papier ist jeweils festgeklebt an dem Malblock und das hat den Grund, dass das Papier nicht wellt. Hallihallo, ich grüße dich aus unserem Kreativ-Airbnb. Wir sind immer noch hier und gerade passiert ganz viel. So viel, dass ich gar nicht weiß, wie ich da eigentlich hinterherkommen soll mit dem Vlog. Wie du sehen kannst, ich habe gemalt. Es ist kein Tattoo. Es ist einfach
Ja, ein Fleck vom Malen. Gestern war Samstag, da haben wir ganz viel gemalt, Franziska an ihrer Staffelei und an einem Leinwandbild. Und ich habe auch etwas ganz Neues gewagt. Und zwar habe ich mit Acrylfarben mit einer Fließtechnik gearbeitet, was ich so bisher noch gar nicht gemacht habe. Super spannend und aufregend und sehr ungewiss, wenn man nicht weiß, wohin die Farben fließen. Und ja, mal sehen, ob diese Technik Einzug erhält in meine Malerei, in meine Maltechniken, so wie ich gerne arbeite. Ich denke, es ist immer wieder wichtig, sich neu auszutoben, einfach mal Neues zu probieren, neue Techniken auszuprobieren. Ganz egal, ob man sie langfristig verwendet in der eigenen Malpraxis oder nicht. Aber es ist immer mal wieder wichtig, die eigene Komfortzone zu verlassen. Das habe ich gestern auf jeden Fall gelernt. Ja, und gestern haben wir auch ganz viel getanzt und hatten echt mal so einen richtig schönen Kreativtag und tat richtig, richtig gut. Und heute bin ich fleißig dabei, neue Videos zu produzieren für einen neuen Online-Malkurs. Das ist noch ein ganz großes Geheimnis und es ist auch ein größeres Projekt, was jetzt sicherlich einige Wochen und Monate dauern wird. Aber es wird transformierend auf jeden Fall und ich stecke da gerade mein ganzes Herz rein, alles was ich weiß, meine ganzen eigenen Prozesse und es wird einfach spielerisch und authentisch und ja, alles dafür, damit wir unserem Künstlerherz mehr Ausdruck verleihen können. Sei gespannt. If I got every word perfectly weighted on a thin piece of paper, would it make any difference? Would it change for the better if I wrote you a poem? If I posted a letter? Die Wahrheit ist, als selbstständige Künstlerin arbeite ich viel. Wenn andere Menschen pünktlich um 17 Uhr das Büro verlassen, dann beginnt meine Arbeit erst richtig. Dann sitze ich da und überarbeite mein Buch zum 20. Mal. Doch ich tue es, weil ich es liebe. Ja, weil ich nicht anders kann. Weil ich die Kunst und den kreativen Ausdruck brauche wie die Luft zum Atmen. Was sich nicht ausdrückt, drückt sich ein, sagte mal eine gute Freundin. Und ja, sie hat recht. Vielleicht ist der Weg einer Künstlerin nicht der einfachste. Doch mit Sicherheit der Weg, der mich am glücklichsten macht. Auf Stelzen gebaute Holzhütte, die mit einem Palmdach bedeckt war. Viel besser. Mal schauen. 220. Lippen und überlegte für einen Moment, danach fuhr er fort. Sehr interessant, aber... Verlangen. Ole, 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 ole. Ich dachte daran, nicht gut genug zu sein, dass das Malen reinste Zeitverschwendung sei und dass meine Bilder eh niemand sehen will. Was machst du?
Ich bin tatsächlich gerade dabei, mein Exposé und die Leseprobe an Verlage zu senden. Ja. Und was sagt dein Gefühl? Sagt jemand zu? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Und wird es noch dieses Jahr erscheinen? Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Und glaubst du, dass du mit deinem Buch ganz, 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 ganz viele Menschen auf ihrer künstlerischen Reise begleiten wirst, helfen wirst? Ja. Definitiv. If I got every word, daran glaub ich. Perfectly weighted on a thin piece of paper.